Hier eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Unter unendlich vielen Kaninchen hat man festgestellt, dass 25 von 100 von einer Krankheit befallen waren. Frage: Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind 7 von 12 durch einen Jäger erledigten Kaninchen nicht krank? Da man hier von unendlich vielen Kaninchen spricht, handelt es sich um aufeinanderfolgende unabhängige Zufallsexperimente mit jeweils 2 Ausfällen. Also können wir das Binomialgesetz einsetzen. Wenn wir einen Erfolg, das erledigte Kaninchen war nicht krank, nennen, so gilt klein p, das heißt die Wahrscheinlichkeit von einem Erfolg, liegt bei 3/4 und klein q, das heißt die Wahrscheinlichkeit von einem Misserfolg, liegt bei 1/4. Gefragt wird hier die Wahrscheinlichkeit, 7 Erfolge auf insgesamt 12 Versuche zu haben. Und durch das Binomialgesetz reicht es also, dieses Produkt zu berechnen, Produkt, das sofort zu 0,10 führt. Also beträgt die gefragte Wahrscheinlichkeit 10%. Und die Aufgabe ist schon beendet.